Erneut sind bei einer Schießerei an einem US-College mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Sprechers des Lone Star College im Norden von Houston haben sich zwei Personen in der Schule einen Schusswechsel geliefert. Durch Querschläger seien mindestens zwei Personen verletzt worden. Einer der beiden Schützen befinde sich im Polizeigewahrsam, nach dem anderen werde noch gefahndet. Mehrere Dutzend Polizisten seien im Einsatz. Der Campus wurde zeitweise abgeriegelt. Nach Angaben der zuständigen Sicherheitsorgane ist die Lage allerdings unter Kontrolle. Das College besuchen knapp 30.000 Studenten.